Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Und es ist ziemlich dunkel. Ich weiß nicht, ob ich warten kann, damit es ein bisschen heller wird. Weil das wäre mir halt schon ziemlich sehr dunkel, wenn ich hier so spielen müsste. Mir ist das, sag ich mal, egal, aber ihr seht da nichts. So, was ist denn da unten los? Oh. Das sind... Ja. Ja. Wie komme ich jetzt hier runter, ohne zu sterben? Über dieses Schild. Wenn dieses Gitter was realistisch ist, weil ich hier ja schwebe, teilweise. Würde ich mich never ever, niemals in keinem Leben meiner Welt runterbegeben. Haben wir da eigentlich einen Kartenpunkt, wo wir hier gespawnt sind? Was ist eigentlich meine Aufgabe? Durchqueren Sie die Kluft, also. Sonnenstein, du im Dach, bis zur Lost Temple. Okay. Ja, das könnte man hinkriegen. In 3 Folgen, sage ich. Diese Geräusche, ne? Ne Maulwurfsrei, ja, nee, ist klar. Was ist denn hier? Das ist ein Treppenhaus. Es geht langweilig nach unten, okay. Da will er... Oh. Ich habe mich für einen kurzen Moment gefreut. Was ist denn hier? Lust ist Lock. Apropos, wir haben noch 2 Notizen oder so. Rezepte, Schleichen, Fertigkeitsbuch, okay. Habe nicht gedacht, dass sie es zurückschaffen. Hätte ich fast nicht. Hab meine Antworten. Ihr Elijah, er hat die Götter dieses Ortes getroffen. Wegen ihm stellen sie alles in Frage. Wissen Sie, wo er hin ist? Er ist in Sierra Madre. Eine ganz besondere Hölle. Er kommt nicht zurück. Ein klügerer, stärkerer wird ihn töten. Oder das Madre selbst. Ich muss ihm hinterher. Werd es Ihnen nicht ausreden. Ich weiß, was es heißt, jemandem zu folgen, mit dem man eine Geschichte teilt. Hab selbst ein Treffen vor mir. Dieser Kurier? Lassen Sie sie zu mir kommen. Hab eine Nachricht für sie. Genau wie sie eine Nachricht für mich hatte. Sollen der Straße nach Westen folgen, durch alte Weltasche. Sollen von Stürmen gepeitscht werden. Sollen die Kluft sehen. Sehen, was passiert ist. Die Kluft? Da gibt es nichts. Nichts da. Wie die Kluft. Das Sierra Madre. Nein. Die alte Welt schläft dort, so sicher wie meine Flagge. Der Kurier kennt den Weg. Sie und ich an der Kluft. Dort werden wir die Sache zu Ende bringen. Aha, interessant. Will nicht mit Ihnen über Philosophie diskutieren. Bruderschaftler sind Bewahrer. Technik in den falschen Händen ist gefährlich. Die Mojave ist der Beweis. Kann man wohl sagen. Der Krater hier beweist es ja. Ihr Stamm, die Bruderschaft. Habt ihr nie getroffen. Wollte ich immer. Dachte, dass sie die letzte Chance für die Mojave sind. Den Westen, den Osten. Aber ihr seid alle gleich. Besessen. Elijah ist besessen. Er ist wahnsinnig. Deshalb haben sie seine Hinrichtung angeordnet. Ihr beide seid euch ähnlicher, als sie denken. Tragt die falsche Geschichte mit euch herum.
verurteile das nicht. Ich weiß, wie es ist. Menschen sind wie Kuriere. Sie und er. Manchmal wissen sie nicht einmal, welche Nachricht sie überbringen. Ihr alle hattet eine neue Flagge. Dachtet, dass damit neue Ideen kommen. Was ihr glaubt, ist nicht besser als Bär oder Bulle. Vorsicht, Tommy. Auch keine so einen Roboter habe ich noch nie gesehen. Er das könnte gefährlich sein. Das sagt der Mann mit der Flagge der alten Welt auf dem Rücken. Amerika, das kommen wir. Sollen wir nicht mit nach Hause nehmen, Papa? Vielleicht kann Mama ihn reparieren. Amerika schläft. Ich weiß nicht, und bis es tot ist, was, wenn jemand trage ich es. Bitte. So wie ich sie getragen sie habe. Einsam aus. Das ist Mama mehr als Hoffnung. Könnte er ihr das doch in der Werkstatt helfen? Es sind Stimmen hier in der großen Leere. Aber wenn er irgendwas kaputt macht, ich will mit ihnen reden. Gerade stehen. Nicht wie ihr, Fleischer. Er wird genau aber wie Hörspiel sein. Nur, dass er will die Antwort der Geschichte darauf hören. Na wunderbar. Klingt so, als hätte das Kind ziemlich viel für dich übrig gehabt. Warum bist du gegangen? Wo ist das passiert? Illinois? Daher hast du also den Teller, beziehungsweise dein alter Ego. Was ist ein Chicago? Los, Edi, gehen wir. Was ist ein Chicago? Ja. Genau. Boah, Fallout in Chicago wäre auch mal was. Boah, kriegst du ja rüterlich sagen. Nichts Besonderes. Das ist noch eine Kriegskiste. Ein leerer Sack. Wunderbar. So, war das ein Erdbeben? So. Da ist doch das aufbereitetes Wasser gewesen. Wie auch immer das jetzt noch. Oh mein Gott! So. Na. Uiuiuiui. Der ist aber drauf gegangen. Hallo. Tschüssi. Der ist desintegriert, würde ich mal behaupten. Nein. Das ist so ein Flammpatronenwerfer, ne? Eigentlich nicht so stark, aber... Nee, ich habe ja nur den Panzer brechend. Nee, Explosion, nicht Panzer brechend. Na. Jetzt ist aber mal gut, Leute. Was tust du denn da? Nein. So, jetzt aber. Ich merke schon wieder, ich gebe viel zu viel an Waffen so raus. Und der Flammpatronenwerfer ist kaputt. Eine 12 mm Maschinenpistole.
Heile ich mich immer noch? So, Buchsbüchse. Wäre vielleicht mal sinnvoll, um mich, um etwas bei mir zu reparieren. Ist hier ein Ort auf der Karte? Oh, hier ist noch ein Diagramm. Nicht gerade. So, ja, gelesen. Das Sicherheitsprotokoll unwichtig. Hauptfüll, Basiszugang. Um 0600 wird das Bravo-Team Reinigungsoperation als Vorwort für die Hauptstreitkräfte durchführen. Ältere Geheimdienstinformationen besagen, dass die Tunnel nur spärlich von kleinen unterirdischen Halbhumanoiden bewohnt werden, die leicht durch helles Licht und laute Geräusche zu vertreiben sind. Das Bravo-Team wurde zu diesem Zweck mit Blendgranaten ausgerüstet. Es wird nur mit minimalem Widerstand gerechnet. Aha, aha. Die Weißbeine wollten Respekt zeigen, mich bestechen, um Caesars Gunst zu erlangen. Sie wiederholten höfliche Wendungen und Wörter. Ich habe ihnen Techniklager, das Schießpulver gezeigt und von Caesars Stolz über diejenigen, die damit umgehen können, gesprochen. Lügen. Und am Ende haben sie mich verehrt, nicht die Legion. Sie haben mich eines Abends zum Lagerfeuer eingeladen, mir gezeigt, wie sie sich verändert haben, wie sie jetzt das Haar tragen. Im Schein des Lichts sahen sie aus wie mein alter Stamm. Ihre Zähne leuchteten rot im Dunkeln, eifrige Leichen. Blutüberströmte Geister. Sie trugen meine Strähnen im Stil der Harzwirbler, um zu zeigen, dass sie waren wie ich. Die Knoten erzählten von Gewalt und Vergewaltigung, von Ignoranz der wahren Bedeutung. Statt meinem Stamm eine Ehre zu erweisen, besudelten sie ihn. Ich verlor mich darin, in ihren Strähnen zu lesen, bis ich mich daran erinnert habe, dass sie für sie bedeutungslos sind, ohne Geschichte. Ihnen war nicht einmal die Beleidigung in den Wirbeln und Knoten bewusst. Drywells drängte sich auf. Die Weißbeine standen so im Kreis, wie Geister meines toten Stammes. Widerlich, hungrig, vor Caesar kriechend. Eine weitere verlorene Geschichte, durch mich allein fortgetragen. Mhm. Interessant. Er war also so eine Art Gott, habe ich das Gefühl. Oder er sieht sich mehr als Gott an, als er eigentlich war. Das kann man nicht so wissen. Will was essen? Okay. Nichts Wichtiges dabei. Okay, weiter geht's. Hier hoch. Will ich mal behaupten. Auf Rucksackladungen achten. Auha. So. Nee. Das geht ja mal ein bisschen ab hier. Okay, solche Szenen kenne ich sonst immer nur aus Fallout. Ja, aus Call of Duty. So, bin ich jetzt mal gleich langsam am nächsten hier Verwaltungsgebäude in der Third Street. Da will ich doch zuerst hin. Nur 5 Minuten haben wir noch. Ich hätte gedacht, das ist ein Tristrahl-Lasergewehr. Auf die Entfernung trifft er so gut wie eine Kartoffel.
Der Bericht des Schatzmeisters. Jemand vom Amt sollte diese Jungs in der Wasseraufbereitungsanlage im Hause behalten. Das war der dritte Antrag auf zusätzliche Geldmittel, den ich diesen Monat ablehnen musste. Glauben die etwa, wir bestehen nur aus Geld? Man hat fast den Eindruck, als wollten sie die Kommunisten gewinnen lassen. Interne E-Mail. Achtung an alle Basismitarbeiter. Greifen Sie die Demonstranten außerhalb der Bauzone nicht an. Ich weiß, die Anwesenheit dieser freiheitsliebenden Nihilisten erfüllt mich mit der gewissensglühenden Wut der kapitalistischen Gerechtigkeit. Aber das Land hat etwas mit ihnen vor und das sollten sie besser nicht vermasseln. Memo von Commander Davron. Achtung an alle Basismitarbeiter. Wir werden bald von einem der größten amerikanischen Patrioten unserer Zeit zu Gesicht Gast haben. General Wellesley. Höchstpersönlich. Für diejenigen unter Ihnen, die ahnungslos sind, der General ist der leitende Kontaktoffizier der Big MT Forschungsanlage. Er und seine Team besuchen uns, um unsere Gäste mitzunehmen und an einem Ort zu bringen, an dem sie ihren Land einen Dienst erweisen können, ohne nach Patchouli zu stinken und sich LSD zu spritzen. Gar nicht lustig. Was ist das denn? Kanalisationsgitter? Oh nein. Nein, wieso habe ich das vermutet? Na. Na, wunderbar, ich mache dir keinen Schaden. Ja, geil. Genau, das war mein Ziel. Damit ich nämlich aus mehreren Gründen. Zum einen deshalb. Ja, die werden uns schon nicht treffen. Zum anderen. Uiuiui. Nice. Schnell speichern. Eklige Höhlenpilze. Aber naja. Was macht man nicht alles fürs Geld. Okay. Hier habe ich gerade Sorge. Ein IDI. Dura vor im Augenbot. Stärke die Schadenswirkung ihrer Strahlenwaffen um 5. Auch Schadenswert um 5. Das kann man immer mal machen, ne? Finde ich. Okay, das war jetzt simpel. Sunset Zaster Pola. Noch mehr Sunset Zaster Pola. Ein. Eieiei. Hey. Na. Kann ich doch mal glatt 2 Stück nehmen. So, aber erstmal muss ich dem Typen dahin zeigen, wie man richtig snipert. Ey. Ey. Ich will meinen Vorteil nutzen.
Na. Na, das war doch mal ganz nett. Wieder zwei. Das ist vielleicht nicht die beste Idee, wenn wir da runtergefallen wären. Okay. Kein Problem. Keins für uns. So, was ist da hinten? Ist das auch ein Gebäude? Die Höhle des Abaddon. Aha. Was haben wir hier? Eine Minigun. Aber ein Tristrahl-Lasergewehr, das ist... Wo ist... E? Da. Was hat der? Noch ein Tristrahl-Lasergewehr. Kann man ja immer mal wieder reparieren, Geld mitmachen. Wir haben ja so wenig. So. Ich glaube wirklich, der Einzige, der mehr Geld gehabt hätte als wir sind, ist Dr. House. Dr. House, ja genau. Das ist Mr. House selbst. Okay. So. Ist das eine volle? Geil! Schnüffeln mit einem Steak drin, ja. Kann man, muss man nicht nutzen. Das geht's jetzt hier hoch, ne? Das sieht irgendwie so aus, als muss man hier rein. Und da ist auch ein Audiolog. Der Rest ist jetzt eher unwichtig, aber. Wer will schon in die Vergangenheit reisen, nur um das Warum zu erfahren? Ich nicht. Jetzt nicht mehr. Es gibt alte Geschichten über Götter und Menschen. Jenseits der Geschichte. In der Welt der Mythen. Die Götter sind wie Kinder. Launisch und gemein. Das waren die Stimmen der großen Leere. Der Vergangenheit. Ich konnte keine Ruhe geben. Musste fragen. Nach dem Warum fragen. Ihre Antworten? Verrückt. Sie hatten Kräfte wie 100 Elijahs. Um sie in ihrer Kuppel zu schlagen, hätte man härter sein müssen als er oder ich. Sie wussten nichts über ihre Ursprünge und ihre Vergangenheit. Ihre Namen. Wie Schlangen, die sich selbst verschlingen. Und die eigenen Gedanken dazu. Als ich schon dachte, es wäre vorbei, gab mir mein Zorn die Kraft für eine letzte Frage. Wer seid ihr, die eure eigene Geschichte nicht kennt? Und sie wachten auf, für kurze Zeit. Die Flagge, die du trägst, meinten sie, die kennen wir. Das steht für Amerika. Es war für sie mehr als eine Flagge. Ein Ort, ein Ideal, an das sie einst geglaubt hatten. Irgendwann einmal. Sie erzählten mir, wie es war, in dieser Welt aufzuwachsen, wie sie sie errichtet hatten und schützten. Sie wussten nicht, dass sie verloren war. Aber sie waren einst darum bemüht, bevor sie ihre Geschichte vergaßen. Während sie redeten, lag der Schatten des Kuriers über ihnen, der ihren Worten Gewicht gab. Die Geschichte weggewischt, die Heimat verlassen. Ich hörte zu und fragte, ob noch etwas übrig sei. Etwas, in dem die Stimme Amerikas zu hören war.
Sie sagten, ich sei schon dort gewesen. Ich und jemand anders. Wir hätten uns weiter von der Geschichte entfernt, als uns bewusst sei. Sie erzählten davon, was im Herzen der Kluft liegt und wer es mit welchen Worten zum Leben erwecken kann. Und damit bis zur nächsten Folge und tschüss.